In meiner Space Engineers Extreme Challenge hatte ich mir die Frage gestellt, wie schwer ich eigentlich Space Engineers machen kann, sodass es noch spielbar bleibt, aber naja, eben frustrierend schwer ist. Und ich glaube, das habe ich ziemlich gut hinbekommen. Solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, verlinke ich euch das mal oben rechts in der Infocard, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall vorher mal ansehen. Allerdings habe ich mich jetzt gefragt, wie wäre denn dieses Szenario unter normalen Umständen? Wäre das normal spielbar? Weil das Ganze wird ja eigentlich nur durch eine Sache schwer gemacht. Nämlich von Chaotic Spawning Settings. Diese eine Mod sorgt eigentlich dafür, dass das Ganze so unspielbar wird. Was diese Mod macht, ist eigentlich relativ einfach. Sie hängt den Threat Score, den MES nutzt, um zu wissen, was man spawnt, so unfassbar hoch, dass im Grunde von vornherein alles gespawnt werden kann. Alles, auch Boss-Encounter. Und es entfernt alle Timer. Also nach jedem Spawn hat MES ein Timeout-System, wann in der Zeit es nichts spawnt. Und diese Mod entfernt das komplett. Und jetzt habe ich mich gefragt, jetzt mal angenommen, ich entferne nur diese eine Mod, mehr nicht. Ich entferne nur die. Und beginne auf Earth-like. Also ganz normaler Survival-Start mit allen anderen NPC-Mods. Ist es dann eigentlich ganz normal spielbar? Und das will ich heute ausprobieren. Und deshalb... Oh, und damit herzlich willkommen zu einem Versuch Space Engineers Ultra Hardcore, aber eben nicht so Hardcore. Ich bin jetzt ganz normal auf Earth-like gestartet mit meinem Drop-Pod. Ich habe das Ganze gerade eben schon mal gesagt. Ich war nur zu blöd, meine Aufnahme zu beginnen. Also von daher... Entschuldigt mich. Wenn ihr das so wie ich macht und ihr entfernt einfach nur Chaotic Spawning Settings, müsst ihr etwas tun, um das Ganze spielbar zu machen. Nämlich, wenn ihr MES.GTS eingibt, seht ihr, mein Threat Score ist immer noch 5010, weil der wird nicht zurückgesetzt beim Entfernen dieses Mods. Das heißt, ihr braucht folgenden Command. /MES.Settings.General.ThreatReductionHandicap und dann müsst ihr den gesamten Wert eures Null-Thread-Scores, also wenn nichts da ist, angeben. Und das wäre in einem normalen Game 0. Also nicht plus oder minus 5000, sondern 0. Und dann könnt ihr nämlich einfach, wenn ihr nachseht, habt ihr dann einen Thread-Score von 10.54453 mit einem Drop-Pod, bei dem ein Landing-Gear fehlt. Das heißt... Jetzt könnt ihr ganz normal einen Survival Run starten. Und das werden wir jetzt mal tun und mal gucken, ob das mit diesen NPCs dann einfach ein normales Survival Game wird. Testen wir das mal. Und los! Also eigentlich ist es nichts anderes als eine normale Basepawn, aber ich werde gerade angegriffen von einem Typen. Moment, lass mich mal kurz in meinen Sitz. Ich brauche meine Waffe. Ich habe damit nicht gerechnet, dass jetzt hier einer herkommt und mir bösartig aufs Fressbrett haut. Ich muss mich mal kurz ein bisschen weg, dass ich meine Waffe nehmen kann. Jetzt komm her. So. Den bin ich los. Oh Mann, damit habe ich nicht gerechnet. Der kam gerade einfach von hinten, als ich meine Windturbinen platzieren wollte und haut mir aufs Maul. Ah Mann, okay. Aber ja, ganz normaler Survival-Start, nichts Besonderes, bis auf den Hintergrund, dass man relativ schnell aufs Fressbrett kriegt von irgendwelchen Bots. So, ich mache mal hier Basics und dann sehen wir weiter. Starterbase, done. Das heißt jetzt Kobalt suchen. Tipp, niemals, niemals Trägheitsdämpfer auf ein sich bewegendes, unbekanntes Signal stellen. Weil nachdem man den Knopf drückt, geht das Triebwerk aus. Für sie getestet.
ist ja nicht so, dass ich über 2500 Stunden in diesem Game habe. Ich weiß sowas ja nicht. Natürlich nicht. Und nein, ich habe noch keinen Kobalt gefunden. Aber bin jetzt aktuell ziemlich genau 30 Minuten im Run. Also bisher, ja, bisher ist es so nicht wirklich was passiert. Gucken wir weiter. Ha, und da haben wir es, Kobalt. Nur 1:34 später. Nice. Okay, ich höre es schießen. Ich weiß aber noch nicht, wo. Ich denke, das sollte ich aber gleich rausfinden. Da unten schießt's. Die knallen sich gegenseitig ab. Sag mal. Ach nein, nicht gegenseitig, sondern die knallen auf andere. Wow, okay. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wo schießt's? Ich höre noch einen. Wo ist er? Zeig dich. Das Ding ist, die bewaffneten Bots schießen auf unbewaffnete Bots. Ist auch was, was ich nicht wusste. Aber das ist ganz gut, weil die sind nämlich ziemlich schwer bewaffnet mit Elite-Waffen und die haben Platin drin. Das heißt, früher oder später kann ich die zerlegen und ja, das läuft richtig gut. Und hierfür habe ich deutlich mehr Munition. Basic Assembler. Naja, die Munition kann ich hier nicht reintun, ich muss die erst leer machen. Aber das hier habe ich für den Notfall da. Und das... Es schießt schon wieder. Okay. Okay. Es wird viel gefeuert. Das sind jetzt 3 Elite-Waffen in kürzester Zeit. Also irgendjemand macht hier Jagd. Oh, guck mal, Teile. So kommt man natürlich auch einfach an Teile ran. Das ist ja okay. Aber hey, Schießerei. Ich bin überrascht, dass wirklich so viel los ist. Das heißt aber, ich habe jetzt Kobalt. Ich kann das hier ablegen. Ich kann 2 hiervon nicht ablegen. Ach ja, stimmt. Ja, natürlich kann ich die nicht ablegen. Ich hält. Aber ich kann erstmal meine Leiste neu machen. So wie die sich gehört. So, unter anderem kleiner Cargo-Container. Ach, richtig. Und eine Batterie wäre nicht schlecht. Daran habe ich gar nicht gedacht. So, lassen wir den Assembler mal kurz seine Arbeit machen. Okay, auf mich wird schon wieder geschossen. Au! Alter! Und dann trefft ihr auch noch gut. Und ihr seid alle mit Elite-Waffen bewaffnet. Sag mal. Also ich sag mal, ja, das hat einen Vorteil. Ich komme relativ zügig an Platin ran für Elite-Werkzeug. Aber ich bin verwundert... Ich habe jetzt 3 von den Dingern. Ich meine ja nur. Das heißt, definitiv das nächste, was ich plane, ist definitiv High-End-Werkzeug. Also ein Assembler und eine Raffinerie, weil dann geht das ja ein bisschen zügiger. Finde ich aber ganz gut. Okay, das ist jetzt der gefährlichste Teil an dem ganzen Run. Ich mache mein Survival-Kit hier raus. Das ist jetzt sehr gefährlich, weil ich habe jetzt aktuell kein Survival-Kit. Wenn ich jetzt Scheiße baue, bin ich tot. Aber nein, tue ich natürlich nicht. Natürlich baue ich das direkt auf die Base. Prima. Neuer Respawn-Punkt. Das Problem auch gelöst. Das heißt, ich kann jetzt den neuen Assembler in Produktion geben. Da kann ich mir ordentliches Werkzeug machen. Und dann ist es eigentlich schon wieder in Ordnung. Würde ich sagen, ich komme gut voran. Das ist schön. Okay, ganz genau 1 Stunde, 1 Minute und 30 Sekunden
Ich habe eine Basic Base mit einem großen Assembler. Ich habe ein Mining Schiff, das funktioniert, noch ein bisschen Upgrades braucht. Ich habe Ressourcen. Ich produziere gerade die große Raffinerie. Bisher geht's. Ich brauche so ein bisschen mehr Stromproduktion für die große Raffinerie. Ich muss das Mining Schiff noch upgraden. Kann ich die Base ausbauen, dann kann ich ins All. Das ist eigentlich mein Ziel heute. Ich will ins All. Obwohl, eigentlich muss ich nur das Mining-Schiff ein bisschen upgraden und dann kann ich schon ins All. Vielleicht machen wir auch das. Ich gebe dem Mining-Schiff ein Upgrade und wir fliegen ins All. Und dann gucken wir mal, was geht. Und wenn nicht, ja, dann ist es ein ganz normaler Survival-Run mit ein bisschen Geballer. Dann ist es gar nichts mehr Besonderes. Okay. Wow, Spinne. Pfui, Spinne. Komm her, Buddy. Pfui, Spinne. Und zack, große Raffinerie fertig. Das ging jetzt einfach. So, 1 Stunde 25 Minuten und ich bin flugbereit. Also, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Und ab ins All. Tanks sind voll. Ich guck mal, wie weit ich boosten kann. Nur mit Atmo und O2-H2-Generator. Und wenn es drauf ankommt, mache ich dann halt die Tanks mit an. Bisher ist aber alles tutti. Oh nein, ich habe vergessen, alle meine Wasserstofftriebwerke einzuschalten. In da. 11,6 Kilometer Höhe. 15 Kilometer. Ja, ich würde mal sagen, mein Game hat gerade geleckt. Aber ja, Planeten kommen in weniger als 1,5 Stunden in einem Setting, das eigentlich dafür gedacht ist, nicht zu überleben. Das ist ziemlich gut. Ding ist jetzt, ich will jetzt noch ganz ins All, also aus der Gravitation raus und gucken, ob spawnseitig irgendwas passiert. Na, Mods Defiant Frigate, okay. Die folgt mir aber, so wie es aussieht, nicht. Die fliegt da einfach nur rum. Das ist okay. Dagegen, gegen rumfliegen spricht ja nichts. Ich kann mittlerweile auch ganz normal vorwärts fliegen. Ich bin weit genug aus der Gravitation draußen, dass ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss. Aber ich würde mal sagen, das ist ziemlich erfolgreich gewesen. Und zack, ist es soweit. Wir sind im All angekommen. Ich bremse den Bock hier mal runter. Weil so wie es aussieht, bin ich hier relativ alleine. Es geht nicht viel. Und ja, wie erwartet. Mit einem Mod entfernen wird das ganze Szenario zu einem ganz normalen Survival-Szenario. Relativ einfach. Und bis dahin bedanke ich mich nun bei euch fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und tschüss.